ein Angebot abgegeben, dann sind sie ja quasi schon, haben sie schon die halbe Miete. Ne? Das Angebot liegt dann häufig beim Endkunden rum. Ja? Das ist schon eigentlich ein bisschen beschämend. Ja? Und dann auch noch den gleichen Namen wie mich zu haben. Also wird es einfach Nutzenkommunikation. Und diese Nutzenkommunikation muss. Hallo, willkommen zurück hier zu diesem zweiten Teil, wenn es darum, um die Videoserie, wenn es darum geht, drei Faktoren für die Optimierung, drei Faktoren der Optimierung in deinem Marketing- und Vertriebswandel und Prozess. Hier mal akkumuliert aus vielen Monaten ja, der Zusammenfassung, da wiederum sind einige Monate und Jahre reingeflossen an Erfahrungswerten. Ja, also hier wirklich ernst nehmen, wenn du die komplette Liste möchtest mit insgesamt 17 Faktoren, ja, dann kriegst du die leider nur, nein, nicht über einen Download, nein, nicht über ein Freebie, indem du irgendwie eine Pseudo-E-Mail hinterlässt, nein, das machen wir nicht bei uns. Bei uns gibt es nur Termine, Ersttermine, ja, und den kannst du natürlich bei uns eine Strategie-Session buchen, dort wirst du erstmal vorqualifiziert, wenn du dann qualifiziert bist und der Termin dann auch erfolgreich verlaufen ist. Dann kannst du sozusagen auch bei uns in die Internetakademie mal kurz reinschauen und dann kriegst du auch diese 17-Punkte-Liste. Ich habe jetzt hier schon mal ein Video gemacht, da ist leider das Mikrofon auf dem Tisch liegen geblieben. Da hatte ich nur ein T-Shirt an, also vom Ton her, verzeih mir, na, nicht ganz so ideal. Aber deswegen fasse ich jetzt ganz kurz nochmal dieses erste Video auch zusammen. Da ging es letztendlich um die Angebotsphase, ja. Und die Errechnung des CPO, also Cost per Offer. Also was kostet mich sozusagen die Abgabe eines einzelnen Angebots? Ja, das ist schon eine wichtige Kenngröße. Ja, erstens mal, wenn du überhaupt die Mühe machst, das mal auszurechnen. Zweitens, der Fehler, also der Faktor, sozusagen der Quick Win, wo halt viele hier einen Fehler machen, ist, dass wenn sie sehr viel reingesteckt haben in die Kaltakquise, sehr viel reingesteckt haben in Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, ja, Direct Messaging, E-Mail-Marketing etc. pp. Dann haben sie ein Angebot abgegeben. Dann sind sie ja quasi schon, haben sie schon die halbe Miete. Ne? Das Angebot liegt dann häufig beim Endkunden rum. Ja? Und wenn ich dann frage meinen Kunden, so, wie sieht's aus, lieber Kunde? Ne? Wie ist da der Status quo? Und dann sagt er, weiß ich nicht, hat sich noch nicht gemeldet. Kennst du den Spruch? Ja? Oder auch von deinem Vertriebler, wenn du schon größeres Unternehmen hast, hat schon ein paar Key-Accounter, Inside Sales und fragst sie, und? Wie sieht es aus mit XYZ-Angebot, ne? Das ist für 14.000 Workshop, POC, MVP, ja, hier ein ganzes Kundenportal, Angebot abgegeben für eine halbe Million. Wie sieht es aus? Ja, weiß ich nicht, hat sich niemand zurückgemeldet so, bis jetzt. Ne? Ja, wie wäre es denn mal mit Proaktivität? Ja? Hier ganz besonders kurz davor, wo du sozusagen die erste Ladung an Cashflow, Return on Invest, ja, sozusagen bei dir ins Haus flattert. Ja, hier sind häufig einige wenige Anrufe, ja, nötig nur, um letztendlich das Ganze nochmal zu beschleunigen. Und wenn du jetzt sozusagen, viele haben ja sozusagen das falsche Mindset auch, dass sie sagen, hey, das Angebot liegt beim Kunden, ja, ich will ihn jetzt nicht nerven, ich will ihn nicht stören, ich will ihm nicht auf die Eier gehen, ja, auf gut Deutsch gesagt, auf gut Bayerisch gesagt. Falsch. Ganz häufig ist es so, dass wenn du dich dort immer wieder in Erinnerung rufst, sei es per E-Mail, aber ganz ehrlich, manchmal wird die E-Mail einfach nicht gelesen oder übersehen. Per Telefon, das unterstützen per Telefon, dann ist es häufig sogar so. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Fall gehabt, wo wir quasi das dritte, vierte Mal innerhalb von 2-3 Wochen angerufen haben. Da hieß es, Sie haben doch schon ein paar Mal angerufen, Herr Klein. Ja, geht es um ein Angebot für 14.000 Euro. Ja, 14.175, glaube ich, Euro. Ja, ein Monat POC. Ja. Herr Klein, ich erinnere mich an Sie, Sie haben doch schon dreimal versucht. Warten Sie jetzt, okay, jetzt aber, ne? Und so weiter. Ne? Und das kann sozusagen auch ins Positive, positiv ausgelegt werden, auch von Endkundenseite, dass er sagt, okay, Mann, der will jetzt wirklich mal wissen, wo wir jetzt stehen mit diesem Angebot. Ne? Das hat er sich schon so viel Mühe gegeben. Der ist wirklich hartnäckig und das als positive Proaktivität
ja, ausgelegt werden. Ja, ganz häufig ist es eben auch so, ja, und ganz besonders, ganz mal ehrlich, also hier hat schon ein Call stattgefunden, so ein kleiner Workshop vorweg und alles Mögliche. Ne? Ansonsten wäre dieses Angebot ja gar nicht zustande gekommen. Ja, also wir sind ja quasi schon mitten im Beziehungsaufbau drin. Ja? Also wenn du hier hartnäckig bist, höflich hartnäckig, das ist ja, ich muss mal sagen, von 9,9 in 10 Fällen ist das immer als positiv, wird das immer positiv aufgefasst. Wir sind ja hier schon längst weg von der reinen Kaltakquise. Ja? Ja, und genau da findet es dann häufig aber nicht statt. Also hier unbedingt, also ein starker Hebel, hier dranbleiben, ja, es ist so easy. Und wird halt so häufig vergessen. Ja, jetzt sind wir hier im zweiten Punkt. Zweiter Punkt möchte ich hier nochmal herausheben, ist der CTA. Du wirst es nicht glauben, bei wie vielen Softwareentwicklern, IT-Experten und so weiter, die haben eine Seite, die haben sie teilweise über 20 Jahre, 30 Jahre schon irgendwo online und da sind irgendwie ein paar Zeilen Text. Es gibt sogar jemanden, der heißt Thomas Klein, der macht sogar IT-Consulting. Tipp mal rein in Google IT-Consulting-Klein oder irgendwie sowas. Also der macht IT-Consulting Klein. Der heißt Thomas Klein, der macht IT-Consulting. Der hat eine Webseite, da frage ich mich echt, okay, irgendwie von 1995 oder sowas. Ne? Also dysfunktionabel, überhaupt der Button funktioniert nicht. Also schlimm. Der Mann ist ein IT-Consultant. Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht, ob er so busy ist oder was. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es schon eigentlich ein bisschen beschämend. Ja, und dann auch noch den gleichen Namen wie mich zu haben. Also, okay. Also hier, und ich möchte hier gar nicht mal reinschreiben, hier CTA-Optimierung. Denn viele haben ja noch nicht mal ein CTA. Ja, also Call to Action. Ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie so ein Mitbewerber von mir bist, also irgendwie so ein Online-Marketer, irgendeine Agentur hast oder sonst irgendein Vertriebler oder sonst irgendwas bist und jetzt dieses Video schaust und denkst dir, boah, Thomas, komm, was soll jetzt der Quatsch? Jetzt erzählst du mir wieder mal irgendwas vom CTA hier. Ja, das ist der super Tipp, ja, hier, Wahnsinns-Optimierungstipp, hey, der CTA, der Call to Action, hey, wahnsinnig, krass, Mann. Ja, hast du nicht irgendwie einen cooleren Tipp für mich? Ja, wir haben insgesamt 17 coole Tipps, ja. Die richtig guten Tipps, die kriegst du aber nur, wenn du dir bei uns eine Strategie-Session gebucht hast, denn die haue ich nicht einfach so raus. Sorry. Okay, dann möchte ich schon wissen, mit wem ich spreche. Aber du wirst es nicht glauben, wenn du jetzt auch, sagen wir mal, von meiner Szene bist oder von meiner Branche, wie viele Webseiten es gibt, ohne jeglichen CTA, da gibt es nicht mal einen Button, wo du dir was buchen kannst. Da gibt es auch kein Calendly und gar nichts. Ne? Also wirklich, da muss ich auch gar nicht mehr viel dazu sagen, ey, ja, außer dass, ja, okay, doch, ich sage noch was dazu und das ist das Prinzip des Above the Fold. Ich meine, in Anführungsstrichen, das kommt aus Amerika. Letztendlich ist es so, Above the Fold, das ist jetzt eine Webseite. Und hier, alles was Above the Fold ist, da musst du nicht scrollen. Ja? Ohne, dass du die Maus bewegst. Denn das ist schon wieder ein Mikro-Commitment, Micro-Commitments. Also da brauchst du schon wieder... Also ein gewisser Anteil von den Leuten, die auf deine Webseite kommen, egal woher, der Anteil, der auf deine Webseite kommt und letztendlich diesen Above the Fold-Teil, so erkläre ich es vielleicht am besten, begutachtet, ist immer wesentlich höher als wie der Anteil derjenigen, die auf deine Webseite kommen und dann auch nochmal scrollen und runterscrollen und so weiter. Das sind häufig diejenigen, die etwas zu viel Zeit an der Hand haben. Und das sind wiederum häufig diejenigen, keine Ahnung, nicht so sehr die absoluten Top-Entscheider. Ne? Die Top-Entscheider, die gehen drauf, 3 Sekunden maximal. Ne? Und da muss hier irgendwo schon ein Call to Action sein, hier ein paar Bullet Points und so weiter. Wie genau wir das immer aufsetzen, da dann auch mehr dazu im Strategie-Call. Auf jeden Fall mehr ist weniger. Mehr ist weniger, ganz wichtig. Und hier mit Bild und oder Video. Am besten beides arbeiten. Ja, du kannst zum Beispiel hier ein Hintergrundbild haben, das sich so rein und raus zoomt oder irgendwie sowas. Hier dann nochmal ein Video, ein Erklärvideo. Hier den Button. Hier ein paar Bullet Points. Ja, Nutzenkommunikation muss hier stattfinden.
Nutzenvermutung ist auch ein sehr schönes Wort. Ja, Nutzenversprechen sagen manche. Okay, also hier muss ein Nutzenversprechen sozusagen, finde ich jetzt nicht so ein guter Begriff. Also hier wird es einfach Nutzenkommunikation, und diese Nutzenkommunikation muss eine Nutzenvermutung bei deinem Interessenten, der jetzt sich gerade auf dieser Webseite befindet, auslösen, sodass er letztendlich dann den nächsten kleinen Schritt, den nächsten Mikro-Commitment eben eingeht, hier dieses Video klickt, sich reinzieht, hier den Button klickt, einen Termin bucht. Ja, und dann hat man hier den sogenannten Sticky Header. Den haben auch viele immer noch nicht. Und da hast du hier nochmal den Button und da ist auch nochmal der CTA drauf. Das heißt, wenn der dann scrollt, hast du den immer rechts oben und der verändert sich auch nicht. Ne? Der ist immer genau an der gleichen Stelle. Das heißt, egal zu welchem Zeitpunkt sich auch immer dein User, dein Interessent dazu entscheiden wird, ja, bei dir einen Termin zu buchen, also in dem Fall, bei uns ist es immer ein Termin, sich den CTA zu klicken, hat er auch den CTA genau vor der Nase. Ja? Also dann muss er nicht nochmal rauf und runter scrollen oder sonst irgendwo hin. Er ist immer da. Ja? Das ist super, super wichtig. Es ist wirklich mittlerweile ein Standard-Feature in allen WordPress-Elementos und überall sonst wo, wo wir auch mit die Seiten bauen für unsere Kunden. Und ja, das war's. Das war der zweite ganz große Faktor der Optimierung. Glaub mir, wenn du da noch nichts hast und machst das, dann ist das schon mal ein Riesending. Und komm gerne zu uns, wir helfen dir dabei. Dann wünsche ich dir noch alles Gute und bis zum nächsten Video. Wenn wir dann den dritten Faktor hier noch raushauen, kostenlos auf YouTube, ja, können und werden. Bis dahin, dein Thomas Klein, denn wir haben aktuell sehr wenig Zeit. Bis dann, ciao.